die Landschaft von Appenzell ist natürlich schon ein eigenes Fleckchen Land, das wir hier haben. Wir haben einen sehr feinen Umgang mit diesen Kräutern. Was erstaunlich ist, einfach, dass die auf 900 Meter so ohne Dünger, ohne Pflanzenschutzmittel so gesund wachsen. Die Kräuterpflanzung, Verarbeitung, Ernte, das ist alles von Hand. Reine Handarbeit. Die einzige Maschine, die wir haben, ist ein Piaggio-Porter für Transport und ein Laubbläser und ein Motorhack. Mehr haben wir nicht. Also wir bauen Kräuter an für Appenzellerkäse. Hat halt seine Geheimnisse. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Kräuter. Dann bauen wir Kräuter an für den Alpenbitter. Das ist das Gleichspiel. Wir haben auch diese Geheimnisse. Plus Justwalzenhausen, das ist international. Aber das ist halt alles ein bisschen, ja, wie mehr Appenzeller, ist alles ein bisschen geheim. Also. Kannst du zuhören? Ja. Also die Menschen oder die Gruppen, die wir betreuen, da, sind natürlich von Jugendlichen bis junge Erwachsene, also im Alter von 15, 16 bis 24. Das sind Jugendliche mit verschiedensten Hintergründen, die bei mir Tagesstruktur haben. Und zweimal in der Woche haben wir Klientel von der Stäge, also das ist ein Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung. Da haben wir von geistig Behinderten bis körperlich Behinderten alles. Die Ausnahme, was wir einfach machen, wir separieren nicht. Separieren. Wir tun die Leute zusammen. Dann tust du das Gummeli so drauf. So. Vielleicht, wenn es logisch ist, mache ich es nochmal. Aha, ja, wir nehmen das nächste Mal ein bisschen mehr Kräutchen. Und dann kannst du die so da bei dir in die Kabine legen. Also der Matthias hat Down-Syndrom. Aber das ist für mich eine Lebensfreude pur. Ah, Matthias! Was? Ui! Das ist wie wenn der Morgen die Sonne aufgeht, wie ich den Matthias gesehen. Gut, jetzt kannst du haben, dann nehmen wir die neu. Du hast einen Schatten. Ja, ich bin nicht irgendwie ein Kräuterbauer oder Kräuterpapst, obwohl mich die Jungen schon so genannt haben. Andere bauen Hedäpfel an, andere Rüebli und wir bauen Kräuter an. Also speziell an diesen Leuten ist einfach, dass die das Projekt sind. Also jeder von denen hat irgendeinen Beitrag zu dem, was wir heute gesehen haben.